Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders im Halbdunkeln. Ihr seht zwar jetzt gerade das Intro, aber ich wollte euch eine Sache zeigen, was ich sehr nice finde. Und zwar wird jetzt immer eine kleine Geschichte kurz erzählt, damit man nochmal die Story aufgefrischt hat. Habe ich euch in den vorherigen Folgen nicht gezeigt, aber es war halt ein bisschen einfacher, das erst aufzunehmen im Spiel. Jetzt wird halt die Webcam der Standard sein. Jetzt werde ich immer hier hingucken, nicht mal dahin, weil sie geschrottet ist. Ich muss mal gucken, ob ich mir bald eine andere besorge, damit ihr mich wieder performt sehen könnt. Aber derzeit ist es leider nicht möglich. I'm sorry. Tut mir sehr leid. Jo, und jetzt geht's zur Geschichte. Die Reise bis hierher. Der Kessel war kalt, doch der Reiter schürte das Feuer neu. Und in den Herzen der Erschaffer wurde ein Funke der Hoffnung geboren. Hoffnung auf Leben und auf das, was unter der Erde liegt. So, habt ihr das gesehen? Aber geil, oder? Also ich find's geil. Ich hab jetzt die ganzen scheiß Faxen dazu gemacht, aber interessiert doch keine Sau. Wir starten jetzt hier direkt wieder rein. Wir wollen nämlich den Rondfotze, Arschloch kaputt, platt machen. Wo ist er denn? Wie ist er? Ach ja, checken wir nochmal einmal ab. Ich habe hier ein paar neue Gegenstände bekommen. Ja gut. Ich bin jetzt Level 5. Stimmt, da war doch was. Jetzt kann ich nämlich mal abchecken. Aha, jetzt sagt er, weil die Schaden schnell ist, ist das besser als diese langsame. Okay, das ist auch logisch. Die macht Verteidigung dazu. Oh, jetzt muss ich aber mal vergleichen. Okay, das macht schon mal weniger Schaden, aber Gesundheitsentzug, was natürlich auch ziemlich geil ist. Das Ding macht Verteidigung und Rückstoß. Was macht das? Eisschaden, Eisberührung, verlangsamt die. Verlangsamung, Rückstoßen oder Lebensentzug. Komm, ich möchte euch einmal die geilen Handschuhe zeigen, würde ich sagen. Deswegen rüsten wir jetzt die mal einmal aus. Immer nice. Sieht schon cool aus. Dann haben wir hier. Habe ich ja zurzeit mit den dicken Verteidigungen hier an. Da kenne ich nämlich jetzt auch das Schulterstück des Reiters anziehen. Haha! Zwar kein geiler Nummer mehr, aber dafür hier auch so ein dickes Schulterstück. Da haben wir ja noch nur Crap bislang gefunden. Hier haben wir ja die blauen drauf. Genau. Und was haben wir hier? Aber auch nur Shit. Ja, hammer nice. Wir gehen jetzt hier mal durch. Mal gucken, was da so abgeht. Gegner gehen ab. Wow. Alter. Lol, der greift ja schnell an. Der greift ja noch schneller mit an als mit den normalen Sachen. Wie geil ist das denn? Hammer fett. Lol. Kann ich da runterfallen? Alter, wie schnell die angreift. Nice. Was ist das? Zornesregeneration. Ja, aufrüsten, ne? Ich jetzt da. Das ist ja schon verdächtig. Wo bin ich denn jetzt? Ah! Nur eine Truhe. Also irgendwas Geheimes. Und dafür gibt es auch direkt nette blaue Schuhe. Finde ich mal persönlich hammer nice. Yes. Oh, was ist das? Moment, jetzt gerade was in meiner Webcam geöffnet. Ich hoffe, das ändert jetzt nichts. So. Webcam, Laptop. Verdammt, jetzt komme ich wahrscheinlich hier nicht mehr hoch, oder? Wenn ich so scheiße tief gefallen bin. Ist hier noch was? Nee, ne? Dann haben wir hier den Kloschacht runtergefallen, sozusagen. Vielleicht kann ich hier aber noch was erreichen. Sieht aber fast nicht der Fall so aus. Guck mal, da kann ich wahrscheinlich Enterhaken benutzen. Oh, verdammt. Scheiße. Nee, wieder hoch. Wo ist denn die Randolph-Otze? Wie finde ich den denn? Wieso?
Finde ich den nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich jetzt hier in dieser... Verdammt, jetzt triff doch mal. Komm hoch da. Jawohl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich... sag mal schnell. Jetzt hier direkt diesen Rondolf finde oder ob das hier auch irgendwie hauptquestmäßig jetzt hier auch noch so vonstatten geht. Der hier ruckelt das immer derbe. Was soll der Mist? Bisschen ätzend. Wenn ihr mich fragt. So, jetzt gehen wir noch mal den, muss ich nochmal den Weg hier scheinbar laufen. Hey, wir waren ja noch nicht ganz fertig. Ui. Ui. Ah, den kriegen wir jetzt ja locker hin. Blub. Sehr gut. Sehr gut. Was ist denn hier? Bin ich hier runter? Nee. Nee, 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 nee. Mach die Tür auf. Wir wollen hier hoch. Gangster Tod möchte hier hoch und möchte jetzt Vasen zerstören. Deine Me. Ey, was wollt ihr da von mir? Was drückt. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Was drücke ich denn da? Ja, wie jetzt wird Zeit, dass du etwas finden sollst? Oh, fuck! Alter, wie schnell ich die Dinger kaputt habe, das ist der Oberhammer. Was haben wir denn hier vereinet? Feini, 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 feini. Was ist das denn da oben? Das blaue. Ist das schön, dass wir zum. Ha! Aber nice. LOL! Nein, du solltest da hochklettern, du Bobo. Scheiße. Los, geh mal runter, hier ist bestimmt noch was. Check mal hier die Lage. Shit. Die Lage sagt, hier ist nix. Die Lage ist für den Arsch. Komm ich jetzt hier hoch. So. Komm mal drauf. Also, oh, nicht gut. Ich glaube, das wird nichts. Na, no, rüber. Ach, scheiße, da kann ich nicht festhalten. Nein! So. Nächster Versuch. Jetzt aber. Hoch. Hoch. Und hoch. Jawohl. Nice. Ja, das sieht mir definitiv wieder nach Teleport-Action aus. Wenn ihr mich fragt, wie in Darksiders 1. Fuck. Da hoch. Ah, ich sehe schon kommen, werde ich hier gleich nicht weiterkommen. Ach ja, guck mal da oben. Ja, nur mit dem Teleport komme ich jetzt weiter. Shitty. Armageddon möchte mich hinzufügen. Nein. Ich möchte dich aber nicht hinzufügen. Wir haben jetzt einen Interessenskonflikt. LOL. Wieso ist denn jetzt da nicht gut? Aua, aua, aua. Alter, ich hasse es. Alter, Alter. Der geht ja mal gar nicht ab, der Toadi. Toadi, Toadi. So. Scheiße. Das wird nix. Das wird nix. Konnte man schon im Ansatz sehen, dass das Shit war. Oder was? Ja, kein Item. Eine optische Täuschung. So, jetzt aber. Jawohl. Ist das der Schlüssel? Yay. Man, nice. Die nehmen wir doch. Ah, fein. Cool. Dann haben wir den Weg doch hier mal auch bereit. Geschafft. Randolph. Wie heißt er denn? Rondlotz. Nein, ich weiß nicht mehr. Rondhoff. Ach, kein Plan. Los, bisschen Schlüssel und mach die Tür auf. Bisschen Daffer mit drin. Geile Kiste mit irgendwas drin. Oh, was ist das? Ich sehe einen Gegner. Da kommt ihr gar nicht durch. Kommt ihr doch. Ui. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Nee, von einem Pirscher, Mann.
Das ist kein Ort für ein Pferd. Los, komm. Das mir hier nicht. Ich muss schon treffen, Kollege. Zack. Oh. Reaper-Gestalt. Nice. Die unaufhaltbare Reaper-Gestalt ermöglicht es, Tod riesigen Schaden zu verursachen und auszuhalten. Töten Sie Feinde mit Reaper-Angriffen, um Reaper-Energie zu sammeln. Hm. Das wird wahrscheinlich dasselbe sein wie... Nice. Eine neue Sense. Na, ich meine, ich habe eine ganz gute. Genau, das wird dasselbe sein wie diese Dämonenform von Krieg. Aber fett. Ich mache schon ganz schön scheiße aus, wenn ich mal so angucke. Ja, wir haben. Hab ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Wir haben ja jetzt natürlich was später am Abend. Ich habe hier volle Dunkelheit, weil ich keinen Bock habe auf Mücken. Also nicht ganz volle Dunkelheit. Eine kleine Lampe spendet mir ein wenig Licht. Aber hier ist kein Rondolf. Rondolf Fotzenbart. Aber das ist die Kiste. Cool, also ich finde das, ich meine, das hätte ich wahrscheinlich schon beim letzten Mal einfach abchecken müssen. Schlägereisenschuhe. Das wird sieht aber gut aus, die nehmen wir drauf. Unmöglich. Unmöglich, Mama. Ich habe auch volles Leben. Toll. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Was sagt denn hier die Treppe? Ist da was? Kann ich hier was machen? Hm. Was ist das hier? Ich glaube, hier springe ich jetzt mal nicht runter, sonst ärgere ich mich schwarz. Dumm und dämlich. Und so. LOL! Was macht ihr denn? Alter! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach irgendwas gedrückt und es hat geklappt. Ha! Nice. Ich weiß gar nicht, ob das richtig war. Aber es hat geklappt. Und das war nice. Man kann auch mal Glück haben. Oh, was geht da denn drin? Eieiei. Was ist denn hier? Hat er irgendwie so eine Maximum-Luftanzeige? Eieiei. Wo bin ich denn hier? Lol. Für Tod? Tod brauchst du was nicht. Tod braucht keine Luft zum Atmen. Er tötet einfach. Er braucht Gegner. Jetzt? Lol. Alter Falter. Das geht ja scheinbar unendlich weit. Nice, hier ist nur eine Truhe. Oh oh, Gegner's. Was bist du denn? Ronhold! Hi, du alte Kanalratte. Oh ja, 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 was macht der da? Alter! Der Hallo? Lol, der fickt mich auf volle Kanne. Alter! Okay, Reaper! Lol, wie ich überhaupt kein Damage mache! Ich würde sagen, das ist noch nichts von meinem Level. Alter Falter! Oh! Ruf mich doch! Schule hätte ich mal rufen können! Nein, nein! Das tut so weh! Alter, das ist ja unmöglich! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, nein, nein! Ich hasse es. Alter, das geht gar nicht.
Der ist richtig heavy. Oh. Fuck. Verfolgt mich da nicht. Boah, lol, wie viel Schaden der macht. Oh fuck, ich hab's vergessen. Alter, ich brauch mehr, wir brauchen mehr Ghule. Alter, oh, das sieht gar nicht gut aus, wir haben gerade die Hälfte. Alter Falter, das... Boah, den kann ich auch einfach nicht entkommen. Eieiei. Oh fuck, das wird gar nicht gut ausgehen. Ich will die Tour wegsnacken. Weißt du was? Ja, alles Leben ist ja einfach. Scheiß drauf. Alter, fick dich, Rondolf. Ah, renn. Ach cool, ich mach kein Damage. Na dann. Alter, ist der heavy. Oh. Nein, nein. Ich dann geht auch nicht. Alter, Alter. Das bringt überhaupt nichts. Nein, 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 nein. Boah. Boah, Alter. Das ist stark. Was macht der da? Nein. Boah. Oh, das wird knapp. Das wird arschknapp. Boah, leck dich am Arsch. Renn, 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 renn. Scheiße. Alter, boah, jetzt bin ich gerade wieder am Schwitzen. Oh, 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 oh. Renn. Nein, wie weich denn noch aus? Sei doch mein Buddy. Oh, weg! Oh! Ja! Ja! Alter, ich dachte, der wird zu hart. Boah! Oh! Alter Falter! Dieser Hammer war einst Teil von Ronhold. Nicht Rondolf. Einer mächtigen, hasserfüllten Kreatur. Er wurde aus Ronholds Herzen geformt und verleiht seinem Träger einen Teil der legendären Kraft seines Schöpfers. Sein einziger Schlag mit dem Ronhold-Hammer kann Gegner im Wind zerstreuen wie Staub. Oh, du kleine Mummo. Boah, du bist weg. Oh, jetzt gibt's hier erstmal dicke neue Waffen. Da. Nur nehmen. Kritischer Schaden, Verteidigung, Dorn. Dorn ist natürlich nice. Alter Falter, war das gar hammerharte Ronhold. Oh, Komm ich nah dran? Will ich nochmal einmal eben abchecken, was hier ich hier jetzt gefunden hatte. Okay, nur Scheiße. Ne, da oben ist auch noch eine. Ne. Dann nehme ich lieber das mit dem Crit Damage, ey. Oh, Level 10! Ich würde sagen, ich war etwas unterlevelt dafür, würde ich sagen. Stärkebonus 100. Rückstoßkraft. Den Ronhold-Hammer, der ist nicht schlecht, sag ich mal. Den kann man nehmen. Naja, das ist natürlich geiler. Das ist natürlich auch unschlagbar gut. Das haben wir drauf. Ja, nee, scheiß auf die Verteidigung. Ja, aber nice. Boah, das war heavy, 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 heavy. Aber wie? Ach, das ist gar kein Artefakt. Das ist ja nur der scheiß Vogel, den ich haben will. Aber nice. Ronhold ist besiegt. Und ich bin am Rande des Wahnsinns getrieben worden. Das war ziemlich teuer. Was Heiltränke zumindest angeht. Ich weiß, dass der so krass versteckt ist, ey. Da muss man ja richtig krass drauf achten. Ich dachte, den finde ich hier gar nicht mehr. Nice. Und scheinbar kann ich die dann wohl auch schaffen. Die Quests. Also irgendwann. Jetzt ist hier hinten noch so ein Ding. Aber da komme ich bestimmt jetzt nicht so einfach dran, ne?
Nee. Ich gehe mal davon aus, dass ich dafür diesen Enterhaken brauche. Ja, weiß ich nix. Cool. Alter, das war richtig krass harter Kampf, der Ronhold, ey. Der hat sich. Ronhold, Mann. Der war hart. Jetzt muss man erstmal abchecken, was wir als nächstes machen. Hauptaufgaben. Finde und töte Ronhold. Das haben wir geschafft. Muss ich jetzt. Achso, kehre zur Tane zurück, sagt er dann was. Finde bei Tier in den Schmiedelanden. Wo ist der denn? Den kann ich auch noch finden. Im Schlupf oder was? Wahrscheinlich. Okay. Wo bist du? Ach so, okay, dich finde ich wahrscheinlich noch nicht und dich genauso wenig. Und die sind beide am selben Platz, okay? Ja, würde ich sagen, wir das Schamanen können, da muss ich dafür dahin. Ja, komm, dann machen wir eben nochmal den Beitier, ne? Mal schauen, ob ich den hinkriege. Zumindest kann man ja mal da die Gegend erforschen, die da noch so ist. Ne, Moment. Den! Da ist wieder mein glänzendes blaues Ding, worüber euch jetzt sehr gefreut habt. In den Kommentaren. Klageklippe vorbei. Oh, das Spiel macht einfach nur süchtig. Das ist echt krass. Das macht einfach Bock. Übelst Bock. Boah. Kommen dann auch noch so harte Gegner. Also der war jetzt richtig hart. Ich meine, diese Crap-Viecher, die fehlen. Aua! Okay, die können ja einmal zuhauen, ne? Das war dann auch. Aber bam. Diese. Weißt du, die lutsche ich am Abend weg. Ey, wieso seht ihr mir jetzt nicht an? Hi! Bam. Ey! Was lassen die auch noch von dem Treffen? Was? Ich höre Tone. Tone. Ja, gehen wir mal da rein, ne? Schauen wir mal. Ladevorgang. Oh, was ist denn Ladevorgang? Ja, sind wir jetzt im Schlupf. Dann schlüpfen wir mal hier in die Rolle. Geht weit hier. Heißt der Gegner? Oder so? Heißmann. Ich brauche jetzt erstmal ein paar. Sehr gut. Lol. What's that? Oho. Lol, das ist die Kugel. Da ist eine Kugel. Wahrscheinlich kann ich das wieder nur irgendwie mit Trick 17 schaffen oder sowas. Guck mal, da muss die Kugel rein. Oder so. Ähnlich. Oh. Shit. Nein. Kann ich hier überhaupt jetzt generell weiter? Hier kann ich auf jeden Fall durch. Okay, machen wir da durch. Ja. Jetzt sieht nicht so aus, als ob ich hier weiter könnte, oder? Irgendwie nicht. Oh. Ne. Das sieht mir nicht sonderlich gut aus. Hier oben kann ich wahrscheinlich auch nicht dran. Ja gut. Solange ich hier dieses komische Etwas hier nicht bedienen kann, was auch immer das ist. Alter, jetzt hänge ich ja noch fest. Wahrscheinlich muss ich hier mit irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Nachdem wir hier was zerstört haben. Und gehen jetzt ganz Richtung Hauptquest wieder nach, ne? Gut. Tränen des Berges. Sprich mit Kahn. Ah ne, Moment. Ja, auf aktiv stellen. Moment, der ist da. Ich dachte, ich muss in die Gussfestung. Ach so. Komme ich gar nicht ran. Dann müssen wir jetzt hier starten, oder was? Schnellreise. So, Pause vorbei. Go, 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 go. Einmal quer rüberreiten. Brumm, 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 brumm. Hü hot, hü hot, hü hot. Hop, 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 hop. Mach flott. Flotter, flotter, flotter. Schauen wir uns doch nochmal dieses wunderfeine Auge an.
ich bin ein komisches Auge, was gelb guckt und hat so komische Äste hier überall. Und jetzt bin ich hier vorbei. Wir haben versucht, das Verderben einzusperren, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Also war schlecht. Was kannst du mir über die Tränen des Berges sagen? Die Gussfestung liegt gleich hinter dieser Barriere. Sie war das Erste, was dem Verderben anheimfiel. Wir haben die Tränen des Steinvaters darin versiegelt, denn wir fürchteten uns vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich verbreiten. Wenn ich Aaliyah ihre Bitte erfülle, werden wir es bald herausfinden. Richtig. Und das Reich wird andere Zeiten erleben. Ob rein wie Regen oder schwarz wie Sünde, die Tränen werden diesen Stillstand beenden. Es ist seltsam, wie oft ich dich untätig vorfinde. Ohne den Baum des Lebens, Reiter, bin ich hier genauso gefangen wie du. Ein paar Glückliche konnten entkommen, bevor der Baum verloren war. Zum Beispiel Ultan. Den kenne ich. Und wer ist Ultan? Ich kenne ihn nicht. Nur ein weiterer Erschaffer. Hat einen großen Hammer, das ist alles. Und kriegt eine Pistole. Als er floh, fürchtete ich mich, ihm zu folgen. Und das war gut so. Und warum? Nun, ohne meinen Witz und meinen Mut würdest du vielleicht noch immer den Kessel suchen. Bla bla bla, lass mich hier durch. Ja, finde die Gussfestung. Wie komme ich denn jetzt dran? Einfach abschießen oder was? Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Lauf weiter, Reiter. Nice rhyme. Rhythm Khan. Oh, MC Khan. So, Schatten. Das sieht hier schon ganz schön unfeiner aus. Irgendwie so schattig und so. Aber öde. So unwirklich. Wie in so einem Stummfilm oder so. Als wenn ich jetzt gerade die Bitzahl runtergedreht hätte. Und hier ist auch irgendwie nichts. Komm. Pferdchen. Wir brauchen dich. Das ist bestimmt noch jetzt irgendwas versteckt gewesen, wo ich einfach mal dran vorbeigeritten bin, weil hier einfach nichts ist. Was ist das denn da? Gegnerz? Ah, oh, Streuner, da haben sie ja mal wieder. Die Hühnchen. Lol. Oh, geil, jetzt habe ich schon den Ätzter auf. Der bin ja fix. Alter, was ist das denn? Stecher? Nein, nein. Alter, wie viele kommen denn hier? Leck mich am Arsch. Ich hab euch drauf. Nicht genug Zahn. Alter. Oh, nice. Jetzt kämpft meine Bude dafür. So gehört sich das. Also mehr Zahn. Kommt. Ach so ein Ding hier, das müssen wir kaputt machen. Sagt mir das doch einer. Alter, ich geh mir ganz schnell auf den Sack. So. Jetzt kommen hier keine komischen Streunerbiester mehr raus. So, alle Mücken beseitigt. Scheint so. Leck mich am Arsch. Da oben ist so eine schöne Plakette wieder. Ich glaube, da hinten könnte ich auch hoch, oder? Nee. Oh, guck mal, hier sind Schuhe. Die super scheiße sind. Hip, hip, hurra. Kann man hier hoch? Erst so aus. Ne, kann man nicht. Aber dahin kann man hoch. Und das gucken wir uns mal an. Also, nur den Weg frei. Ja, sehr gut. Nehmen wir trotzdem mit. Wie? Komm ich denn da dran? So. Ups. Nein, hoch da. Hä? Lol, jetzt hab ich die. Oh geil, jetzt hab ich Wallhack hier gestartet, oder was? Der kommt da gar nicht rüber. Alter, ist der verwirrt oder was? Geht hier ab. Lol. So, was geht denn jetzt? Lol. Alter. Was ist hier los?
Er ist voll genutzt worden. Hä? Hä? Was soll das denn jetzt? Was soll der hier von mir? Geh weg nach Hause. Lol. Lol, nicht runterfallen. Ups, da. Oh, da ist der Spanner wohl gefallen. Und der auch. Gegner? Da. Aha. Da war was? Das war es schon. Kann ich jetzt damit irgendwie was anfangen? Wenn ich das abschieße? Was ist das denn? Und dann irgendwann einfach wieder. Aha. Hip hip hurra. Keine Ahnung. Yay, noch eine Plakette. Und hier geht's dann weiter. Okay. Gehen wir aber nochmal zurück, was da ist. Hier ist nämlich noch ein Weg. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ach Quatsch, Laberkorn. Hier ist ein Ort für ein Pferd. Moment. Hier kann ich gar nicht weiter. Aha. Also müsste ich theoretisch da wirklich weiter. Wenn ich gerade herkam. Was ist denn hier? Oh. Das sieht aber auch nicht so gut aus. Als ob hier was wäre. Das ist irgendeine Nebenquest. Ne, Moment. Ach, Quatsch, das ist ja wieder der Vogel. Ah. Mein Gott, jetzt habe ich schon 13 von den Dingern. Ich weiß immer noch nicht, dass ich, ob ich die wirklich benutzen will jemals. Dann. Ist da was drin? Kann ich denn machen? Wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwas optional? Die zerschlagene Schmiede. Jetzt kann ich ja wieder die Weltkarte hier nicht angucken. Ne? Hm, da muss ich außerhalb sein. Die zerschlagene Schmiede. Oh, guck mal einfach, was uns das Ding hier so zu bieten hat, ne? Whee. Jetzt holen wir noch die Truhe, ja? Die so geil versteckt ist. Aber da man es irgendwie auf der Map immer sieht, ist sie gar nicht so geil versteckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Folge, wenn es wieder heißt Darksiders 2. Ciao!